Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen, spontanen Timelapse. Ja, diesmal, wie ihr in der Überschrift lesen könnt, geht es um Himmel. Ich habe mir diesmal genauer gesagt für ein Artbook-Bild einen unruhigen Himmel im Hinterkopf gehabt, beziehungsweise wollte ich, dass es halt blitzt und donnert. Gut, den Donner kann man jetzt nicht hören. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe vorher das nicht geübt. Allerdings, egal welche Art von Himmel du machst, also sei es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, ist es ja eigentlich immer dasselbe Prinzip. Du hast nur, zum einen nutzt du eigentlich immer nur unterschiedliche Farben und Kontraste, bei den einen eher krassere, bei den anderen eher sanftere. Also es ist im Prinzip dasselbe Spiel. Wenn ihr möchtet, kann ich ja mal von einem einfachen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auch nochmal zeigen, wie ich es da mache. Da ist zum Beispiel der Himmel im Vergleich zu dem, was ihr hier seht, klarer und man sieht weniger Wolken und irgendwo ist auch der Übergang viel sanfter. Naja, viel ist jetzt etwas übertrieben, aber er ist jedenfalls sanfter als da. Also, falls Interesse ist, einfach schreiben und ich kümmere mich dann irgendwann drum. Ich weiß echt nicht wann, aber ich versuche mein Bestes. Nun aber Erklärung. Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen. Ich versuche mein Bestes. Ich war echt gleich vor, das Beschreiben fällt mir echt schwer. Mir fehlen oft genug die Worte. Das ist halt das große Problem bei mir allgemein. Egal. Also, zuerst machst du einen einfachen Farbverlauf. Von hell nach dunkel, je nachdem, wo dein Lichtpunkt ist. Sagen wir jetzt einfach mal das Standard, dass der Lichtpunkt unten ist. Dann heißt es also oben am dunkelsten, unten am hellsten. Und wenn es zum Beispiel so ein Aufgang ist, finde ich es immer mit am schönsten, wenn es dann sogar weiß wird. Du kannst es aber auch zu jeder anderen Tageszeit unten am Rand sogar bis ins Weißliche gehen, weil es so immer etwas authentischer wirkt. Ja, ich mache da immer so gewisse Abstriche zwischen Tag und Nacht. Nur meine Ansicht. Ihr könnt es jederzeit anders sehen, ist klar. Dann mache ich erstmal mit dem hellsten Ton, jetzt ohne irgendwie verdünnen, mir die Wolken, damit ich weiß, wo sind sie und damit ich sie eben wirklich vor mir habe. Und dann gehe ich Ton für Ton tiefer nochmal bei den Wolken am Rand lang, um sie so besser aus dem Himmel herausstechen zu lassen, dass du erkennst, aha, da ist eine Wolke. Du solltest jetzt aber auch nicht alle nach demselben Farbschema machen, sondern mal ein paar Auflockerungen. Dass du jetzt zum Beispiel bei der einen nur zwei Schattenfarben hast und bei der anderen drei, vier, bei mir bis zu fünf und noch mehr. Einfach weil, wenn du jetzt jedes 1:1 colorst, wirkt es einfach, naja, irgendwo starr und leblos, weil wenn du in den Himmel guckst, dann hast du zwar auch überall Wolken, aber sie haben trotzdem immer wieder andere Farbsättigung. Und das ist eben dieses, was man zu beachten hat, finde ich. Letztendlich müsst ihr entscheiden, was ihr schön findet. Himmel mache ich bis jetzt eigentlich immer nur mit Aquarell. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege es irgendwie nicht mit Copics hin. Ich habe es schon versucht, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich schaff's irgendwie nur mit Aquarell. Dabei liebe ich Copics. Naja, mit Aquarell schaffe ich mir dann jedenfalls mein, ich sag jetzt mal, ausgearbeitete Base. Und dann, wie ihr auch im Video seht, schnappe ich mir meine Pastellkreide und arbeite da weiter. Einfach, damit sie wirklich mehr herausstechen und ich auch mehr Farbsättigung einbauen kann. Weil wenn ich das vorher betrachte, dann sieht es zum Beispiel für mich aus wie Tag. Wenn ich jetzt mein Endresultat angucke, dann kann ich es eher unter Nacht oder Spätnachmittag, Abend einordnen.
Ja, wobei ich glaube eher Abend. Obwohl es ist, wenn ich den Rest gecallt habe, werde ich sehen, worauf es eher einzuordnen ist. Weil wenn noch alles andere weiß, ist es echt, ich finde es schwer einzuordnen. Zum Thema Schatten wollte ich noch mal kurz einen Senf abgeben. Ich lese oft genug, dass es unter Künstlern, unter einigen Künstlern, Schwarz als Schattenfarbe absolutes No-Go ist. Außer du hast wirklich eine dunkle Grundfarbe. Sagen wir jetzt zum Beispiel Violett. Ich zum Beispiel mache es aber auch immer bei Haut. Da sagen andere, das ist zu viel. Das kannst du doch nicht machen und so. Aber ich finde immer, solange man nur ein bisschen macht, macht es nochmal so einen gewissen Pep rein und verstärkt die Kontraste. Und ich liebe einfach Kontraste. Ich fahre zum Beispiel immer einen schwarzen Buntstift immer noch an den Haarsträhnen lang. Oder bei der Kleidung noch mal so ein bisschen Schatten ausarbeiten. Ich finde einfach, dass es ist so wenig, aber es macht so viel aus. Und auch bei den Wolken seht ihr ja, dass ich jetzt nicht bei allen schwarz gemacht habe. Zwar ehrlich gesagt bei dem größten Teil, aber es ist ja auch Nacht. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Letztendlich kann ich nur Tipps geben und euch beschreiben, wie ich arbeite und auch zeigen. Aber ihr müsst letztendlich selbst entscheiden, was ihr mögt und worauf, ich sag jetzt mal, ihr spezialisieren wollt. Also, ob ihr jetzt wie ich mehr Kontraste wollt oder mehr Cell Shading, Pastellarbeiten. Eure freie Wahl.